Jeder Fahrer kann die Größe der Felgen und Reifen beliebig nach seinen Bedürfnissen anpassen. Aber der Gesamtdurchmesser des Reifens wird vom Hersteller definiert und als Serie bezeichnet. Wenn wir also Felgen mit einem größeren Durchmesser montieren möchten, so müssen sie ebenfalls Reifen mit einem kleineren Profil anlegen. Ein Niederquerschnittsreifen ist ein Modell, dessen Seitenhöhe kleiner oder gleich 50% der Breite des Profils entspricht. In Übereinstimmung mit den Normen der Europäischen Reifen- und Felgen-Sachverständigenorganisation von 2009 ist 20 die niedrigste Serie, beziehungsweise die Größe 375/20R21. Allerdings haben die Produzenten Nexen und Kumho die ersten Niederquerschnittsreifen der Serie 15 auf den Markt gebracht. Die Verschleißbeständigkeit von Niederquerschnittsreifen unterscheidet sich nicht gegenüber der von normalen Reifen. Jedoch können sie anfälliger für Beschädigungen bei einer Fahrt mit hoher Last oder zu niedrigem Reifendruck sein. Ein Schlagloch oder das Auffahren auf den Bordstein stellen ein Beschädigungsrisiko nicht nur der Reifen oder Felgen, sondern auch der Elemente der Aufhängung dar. Niederquerschnittsreifen bieten einen besseren Kontakt mit dem Fahrzeug. Der Fahrer hat eine bessere Kontrolle über das Auto und kann jegliches Fahrverhalten vorhersehen. Rollneigungen sind deutlich weniger bemerkbar und die Steifheit der Reifen hat einen positiven Effekt auf das Bremsen. Der Fahrkomfort ist allerdings geringer. Niederquerschnittsreifen dämpfen Ungleichheiten schlechter und sind lauter. Wenn das Auto serienmäßig nicht an diese Reifen angepasst ist, so nutzen sich die Fahrwerkskomponenten schneller ab. Schau nach, was es noch Wissenswertes gibt.